Hallo meine lieben Freunde und ich grüße euch ganz herzlich hier zu einem neuen Beitrag auf dem Kanal Marc Gademann klärt auf. Bitte abonnieren, wer neu hier ist. Regelmäßige systemkritische News, Musik und Selbstverwirklichung spielt ja auch eine wichtige Rolle, das ist klar. Die Nachdenkseiten schreiben jetzt die kritische Website, unter anderem vom ehemaligen SPD-Politiker Albrecht Müller. Auch natürlich Teil unserer riesengroßen, millionenfachen Friedensbewegung in Deutschland. Aber auch international geht es ja noch weiter. Die Friedensbewegung muss sich international noch stärker vernetzt zeigen und natürlich Druck machen als eine Art Lobby, wenn man so möchte. Auch wenn Lobby vielleicht ein seltsamer Begriff ist in dem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine. Bericht vom internationalen Gipfeltreffen in Wien für den Frieden in der Ukraine. Kongress ruft weltweit zum Handeln auf. Ja, das wäre schön, wenn mal gehandelt wird. Die Institutionen, die Frieden und Sicherheit in Europa gewährleisten sollten, haben versagt. Und das Versagen der Diplomatie hat zum Krieg geführt, so die Teilnehmer in einer gemeinsamen Erklärung. Jetzt ist Diplomatie dringend notwendig. Ja, stimmt. Friedensverhandlungen. Um den Krieg zu beenden, bevor er die Ukraine zerstört und die Menschheit gefährdet. Am Wochenende vom 10. und 11. Juni kamen in Wien über 600 Vertreter von Friedensorganisationen aus 32 Ländern, das klingt doch gut, online und in Präsenz, zum ersten Mal seit dem russischen Einmarschen der Ukraine zusammen, um ein Ende der Kämpfe zu fordern. In einer offiziellen Erklärung der Konferenz erklärten die Teilnehmer, Zitat, wir sind eine breite und politisch vielfältige Koalition, die Friedensbewegung und die Zivilgesellschaft repräsentiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass Krieg ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und dass es keine militärische Lösung für die derzeitige Krise gibt. Absolute Zustimmung. Organisiert und vorbereitet wurde der internationale Gipfel von einer Koalition aus Friedensorganisationen, der unter anderem das Internationale Friedensbüro, die italienische Gewerkschaft CGIL sowie das italienische Friedensnetzwerk, österreichische Friedensnetzwerk und so weiter angehören. Auch US-Netzwerke beteiligt, um ihre Forderung nach einem Waffenstillstand Nachdruck zu verleihen, verpflichteten sich die Teilnehmer des Gipfels vom 30. September bis zum 8. Oktober globale Aktionswochen zu organisieren, Proteste, Mahnwachen und politische Lobbyarbeit. Gut so. Ja, das findet meine volle Unterstützung. Und übrigens, schreibt, egal in welchem Land ihr lebt, euer Außenministerium voll mit E-Mails, dass sie endlich Friedensverhandlungen machen. Schließt euch zusammen und ballert die Ministerien voll für alles, was sie so falsch machen. Gerade in Deutschland ist es notwendig. Vielleicht mache ich da in Zukunft auch noch was und sage euch das dann. Aber gut, gucken wir weiter. Die Organisatoren des Gipfels wählten Österreich als Veranstaltungsort für die Friedenskonferenz, da Österreich einer der wenigen neutralen Nicht-NATO-Staaten in Europa ist. Irland, die Schweiz und Malta sind nur noch eine Handvoll neutraler europäischer Staaten, nachdem das zuvor neutrale Finnland der NATO beigetreten ist. Und Schweden als nächstes an der Reihe ist. Ja, gut, aber wie gesagt, auch andere Staaten, die noch als neutral gelten, wie gesagt, da macht die NATO mit Sicherheit auch schon irgendwelchen Druck, um eine NATO-nahe Politik ein Stück weit mit durchzusetzen. Österreichs Hauptstadt Wien ist als UN-Stadt bekannt und beherbergt auch das Sekretariat der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die den Waffenstillstand im Donbass von der Unterzeichnung des Minsk-II-Abkommens im Jahr 2050 bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 überwacht hat. Wir sind fest überzeugt, dass Krieg ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das habe ich schon gelesen und zitiert. Ja, gut, nur Waffenstillstand reicht nicht aus. Waffenstillstand heißt, da gibt es einen Waffenstillstand, wo dann beide Seiten wieder rüsten und dann irgendwann wieder geschossen wird. Es braucht Frieden, ein Friedensverhandlung und Friedensvertrag für die Ukraine. Und da braucht es vor allem auch ein paar Zugeständnisse an Russland, um den Abzug der russischen Truppen zu gewährleisten. Und dazu zählt erstens, Washington muss eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verneinen und Sicherheitsgarantien geben und das klar unterschreiben und deutlich machen. Ja, weil Russland hat aus der Zeit nach Zerfall der Sowjetunion noch im Kopf, wie die NATO sich ausgedehnt hat. Also brauchen sie von Washington und der NATO-Sicherheitserklärung. Dann natürlich Entnazifizierung der Ukraine unter Zuhilfenahme der Sicherheitsbehörden und der internationalen Staatengemeinschaft, Aufhebung der Russland-Sanktionen, klar. Alle 3 bis 6 Monate Friedensgespräche in Minsk, Weißrussland, klar. Und den Frieden in der Ukraine auch langfristig zu sichern. Und natürlich auch, dass dann das Kiewer ja, Regime, wie es sogar manche nennen, dann mal aufgerufen ist, demokratischer zu sein, auch gegenüber russischen Medien und dann auch Freundschaftsprojekte staatlich zu finanzieren zwischen ukrainischsprachigen und russischsprachigen Ukrainern, um den Frieden in der Ukraine auch langfristig zu sichern, damit es nicht zu einem neuen Bürgerkrieg kommt, der ja 8 Jahre vor Putins Einmarsch mit 14.000 Toten lief. Nazi-Camps wurden aufgebaut, also ne, da muss man jetzt nicht so tun, als ob man da nicht auch gezündelt hätte.
Ich glaube sogar Amerika wollte, dass Russland in der Ukraine einmarschiert, damit man diese Sanktionen machen kann. Aber natürlich gibt es keine Rechtfertigung und auch keine Begründung für Russlands Verhalten. Aber es gibt Ursachen, die es begünstigt haben könnten, dass irgendwann ein Einmarsch stattfinden könnte. Überraschenderweise erwies sich das neutrale Österreich als ziemlich ablehnend gegenüber dem Friedensgipfel. Tja, dann ist es doch nicht so neutral, oder was? Monika Donner hat zuletzt auch was dazu gesagt, habe ich auch mal auf meinem Kanal vor ein paar Wochen hochgeladen. Ich habe über 200 Videos, schaut gerne rein auf meinem Kanal. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen, welche Neues. Und wer mich anschreiben möchte bei Instagram und Telegram, schaut unter dem Video in die Beschreibung bitte rein. Der österreichische, ne, also wenn ihr Probleme habt, Sorgen, neue Informationen, euch mal treffen wollt, egal was, dann schreibt mir einfach bei Instagram.com/thema1993 zum Beispiel oder Telegram t.me/derpoliticalchannel heißt es, glaube ich. Ich packe es nochmal in die Beschreibung rein. Der österreichische Gewerkschaftsbund ÖGB beugte sich dem Druck, oh, schön Sonne, ne? Dem Druck des ukrainischen Botschafters in Österreich und anderer Kritiker. Ja, was wollen immer diese ukrainische Botschafter? Wollen die immer weiter Krieg anheizen? Also wollen die ihr Teil ihrer Bevölkerung weiter verheizen, die da blutig sterben müssen? Also ich finde es nicht gut. Ja, das Problem haben wir in Deutschland auch. Die Veranstaltung als fünfte Kolonne für die russische Invasoren verleumdeten. Ja, das ist ja immer so. Du suchst nach Friedensverhandlungen und da kommt wieder irgendein ukrainischer Botschafter daher, ob der in Deutschland, Österreich oder wo auch immer sitzt, um hier einen auf Anti-Putin und sonst was zu machen. Es ist nicht friedensstiftend. Dann macht doch diesen Blödsinn. Ich höre auf, die Ukrainer immer zu manipulieren. Also ein Botschafter setzt sich für Frieden ein und nicht für Krieg. Der Botschafter hatte sich gegen einige der Redner ausgesprochen, darunter der weltbekannte Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs und die EU-Parlamentarin Claire Daly. Sogar der Wiener Presseclub und so weiter hat letzte Minute abgesagt. Also da wird Druck gemacht wieder, ist ja typisch. Ja, sobald irgendjemand sagt Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, bessere Wirtschaft, irgendwas kommt da Druck, staatlich von wo auch immer, ja, oder was auch immer, um da wieder irgendwie, oder von Botschaften oder irgendwas, ja, vielleicht sogar Militärs, keine Ahnung. Also es ist wirklich fast schon mafiös, was da abläuft, ja. Aber ist mal wieder typisch. Ja, wer den ganzen Artikel lesen möchte, steht auch unter der Beschreibung. Klar, ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Abo, Abo, Abo ist klar für regelmäßige News. Und auf Kommentare freue ich mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.